Mit einer Drohne erfüllt sich ein Kindheitstraum. Das Gefühl zu fliegen ist unbeschreiblich schön. Perspektiven eines Vogels zu erleben ist ein atemberaubend schönes Abenteuer. Ob die DJI Spark, Mavic Pro, Air oder Mavic 2, alle diese Fluggeräte, und da sind wir uns alle einig, sind umwerfende Technikwunder. Doch ein Problem haben alle diese Könige der Lüfte. Das einzuklemmende Handy sitzt so ungünstig, dass ich es eher schlecht als recht bedienen kann. Funktionen werden verdeckt und lassen sich nur schwer erreichen. Ein Tablet passt erst recht nicht in diese vorgefertigte Halterung, aber für alles gibt es eine Lösung. Hi, ich denke mal, du kennst das Problem. Das ist einfach nur nervig, das Display hier. Das Handy hängt da total unpraktisch. Man kann die Sachen nicht bedienen. Und deswegen checke ich heute für euch von der Firma Kuqua einen Halter, der auch für Tablets geeignet ist. Denn ich glaube, jeder kann auf jeden Fall bestätigen, umso größer das Display, umso schöner kann man damit arbeiten, umso schöner kommt man an die Funktion ran. Die Firma Kuqua hat dafür einen idealen Halter entwickelt. Es gibt ja zig solcher Halter, allerdings sind die alle nicht sehr praktisch, denn man kann sie nicht so klein zusammenklappen. Ganz easy, also wir haben keinen Kugelkopf, der hier hervorsteht, sondern wir klappen den Kugelkopf einfach aus. Wir klinken unseren Halter rein, fixieren das Ganze bis zu einer gewünschten Stärke. Das ist hier alles aus Aluminium und wirklich sehr stabil gebaut. Und der Clou auf jeden Fall an diesem Teil, man kann hier einen Karabiner noch mit einhängen und hat das sicher am Hals. Denn das Problem ist ja sonst immer, man legt die Fernbedienung ab, die liegt im Dreck, wird schmutzig, das Handy oder das Tablet wird schmutzig und das möchte man nicht. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall ideal, wenn man sich das Ganze um den Hals hängen kann. So kann man zwischendurch auch mal loslassen und auch andere Geräte bedienen oder irgendwelche anderen Einstellungen vornehmen. Also wenn man das Handy montiert, einfach unten einklinken und schon hat man eine super Fernbedienung, die man auch mal fallen lassen kann. In meinem Fall benutze ich das Tablet, das iPad Mini. Für mich ist es perfekt von der Größe her. Es passen natürlich auch die normalen Standard-iPads drauf, gar kein Problem. Aber für mich, wie gesagt, das Mini immer ideal mit dabei. Das passt überall mit rein. Und was man auf jeden Fall sehen kann, das hält wirklich bombenfest. Wir können am Ende frei. Wir haben ab jetzt auch unsere Hände frei, wenn wir mal nicht gerade steuern möchten. Und wir kommen wirklich wunderbar. Also hier ist genug Platz, um unser Bedienfeld zu bedienen. Und wir haben ein schön großes Display, um unsere Drohne zu verfolgen. Gerade die Karte und so weiter, das lässt sich easy aufrufen. Und das sitzt hier bombenfest drinne. Und alle Funktionen auf jeden Fall nutzen, die uns unser Touchpad bzw. unser iPad, unser Handy liefert. Und das finde ich auf jeden Fall mega genial. Die Location hier übrigens mega genial. Und zwar ist das die, ich glaube, das ist die schmalste Pkw-Brücke der Welt. Zumindest in Europa. Und also die Autos, die quietschen wirklich rechts und links, wenn man hier ein SUV hat, dann ist das echt stark vom Nachteil. Es kann auch immer nur ein Auto rüber. Das Ganze ist über eine Ampel geschaltet. Also wer das unbedingt mal angucken möchte, live und gerade in Ostfriesland ist, die Location habe ich euch unter dem Video in die Infobox verlinkt. Genauso für diesen praktischen Halter, der ab sofort jetzt schön an meinem Hals hängt und wo ich auf jeden Fall richtig schön alles bedienen kann. Ich finde auf jeden Fall, wer öfter damit fliegt, für den sollte das zur Grundausstattung gehören. Genauso wie ein Abdeckungsschutz für die Fernbedienung, wenn man das gerade in dieser Tasche transportiert, und außerdem natürlich ein Gimbal-Schutz, der ist auf jeden Fall super wichtig. Damit schont man den Gimbal, wenn man das Ganze in seiner Tasche mit transportiert. Aber ein weiteres mega cooles Gadget ist auf jeden Fall der Tablet-Halter. Man hat ein wunderbar schön großes Display und kann so auf jeden Fall super arbeiten. Geiles Teil. Passt auf jeden Fall für alle angegebenen Modelle. Ihr habt eine schöne Erweiterung und ist auf jeden Fall eine richtig geniale Sache. Von mir bekommt der Tablet-Halter für die DJI-Fernbedienung auf jeden Fall volle Punktzahl. Ist sauber verarbeitet. Preis-Leistung okay. Ist jetzt nicht so das Massenprodukt und von daher finde ich 20 Euro auf jeden Fall super angemessen. Ich kann auf jeden Fall jetzt richtig steuern und gut was sehen und vor allen Dingen alle Funktionen bedienen und deswegen Daumen nach oben. Sämtliche Zubehörteile habe ich natürlich euch unter dem Video in der Infobox verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video und helft auch den anderen Leuten, die auf der Suche sind, nach einem vernünftigen Halter und wichtiges Zubehör für eure DJIs.
Wenn du es kaufen möchtest, klicke unter dem Video in der Infobox und unterstütze somit den Macher des Videos. Vielen Dank für dein Abo. Euer Paul Kramer vom Videocheck.